Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Zelda. Wir sind jetzt gerade mal im Menü, weil ich mir dachte, hey, ich mag das Artwork so sehr. Das zeige ich doch gerne nochmal. Und ich habe mich jetzt hier bewaffnet mit einem Cappuccino. Moment. Oh fuck, ist der heiß. Und wir haben in der letzten Aufnahmesession gelernt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, einen Kameraden mitzunehmen. Ich finde es immer noch ein bisschen doof, dass die keine Munition verbrauchen. Und wenn man dem Bild hier unten glauben darf, dann hat sich, glaube ich, auch kein Patch eingestichen seit dem letzten Mal, als ich gespielt habe, also vor 5 Tagen. Und ja, ich möchte jetzt heute trotzdem einiges erreichen. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen werde ich vielleicht nicht ganz so ausrasten wie sonst. Wir sind hier gerade mitten in der Nacht unterwegs. Es ist 0.50 Uhr in-game. Wir haben ein wenig Schaden bekommen. Wir müssen mal gucken. Wir haben die aktiven Zellen. Die können wir mal einlagern. Daraus können wir uns theoretisch Sprengstoff machen, wenn wir das möchten. Wir haben auf jeden Fall die Lederhose bekommen. Die haben wir aber nur geschmiedet, weil wir damit nämlich... Moment, ich muss die Tasten erst wieder finden. Weil wir uns damit nämlich dann ein... Moment, wir haben es doch schon. Inventar-Upgrade holen konnten, nämlich die Schultertasche. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Reihe hier mehr. Das ist unglaublich gut. Ich hätte gerne noch eine für Bimmy, weil Bimmy ist ein nicer Dude. Der hat die ganzen Kartoffeln, ach, okay. Der isst die aber auch nicht, das ist halt ein Problem. Ich nehme jetzt mal ein paar. Es kommt bedrohliche Musik. Da unten ist ein abgeschnittener Apfel. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Huch, ich habe doch gerade die Kartoffel da drauf gezogen. Jetzt, okay. Und dann hauen wir uns mal ein paar Kartoffeln rein. So, dein Magen ist voll, unsere HP sind voll. Wir haben 90 Schuss für unsere MP. Was jetzt wirklich nicht die Welt ist. Bimmy. Wie sieht es denn bei dir ausrüstungstechnisch aus? Deine Jacke? Ne, Moment, die Hose. Macht eine Abwehr. Und 10 Bewegungen, genau wie die Schürze. Ich finde die Schürze aber, glaube ich, cooler. Ja, das sieht jetzt cool aus. Bimmy, du bist bereit. Deine Jacke macht 1 Abwehr, dein Helm gibt 2 Abwehr. Und Bimmy darf erstmal weiter schlafen, weil der muss ja auch irgendwann mal seine Ruhe kriegen. Moment, das ist nicht die richtige Hose. Nicht die richtige Truhe. So, haben wir irgendwas für Bimmy, was ihm helfen könnte? Nein. Wir haben unseren Hut, der uns Glück bringt. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, Türen zu bauen. Bimmy ist immer noch müde. Und schläft aus irgendeinem Grund nicht. Wir sind nicht sehr müde. Das heißt, wir gucken mal, dass wir ein bisschen Eisen benutzen, um uns Munition herzustellen, weil man kann nie genug Munition haben. Wie schaut es denn munitionstechnisch aus? Wir haben noch 200 in petto. Ich hätte aber gerne nochmal 200 für mich. Eben um... Moment, SMG-Munition. 2 braucht man dafür. 150 Schuss. Ja, machen wir 150 Schuss. Das muss reichen. Um dann nochmal erkunden zu gehen, weil wir wollen ja immerhin weiterhin Leute rekrutieren, die dann für uns im Camp arbeiten können oder uns unterstützen können im Camp. Und ich glaube nicht, dass es momentan geht, dass man weitere Häuser baut. Ich schätze, ich habe keine Roadmap gesehen, ich weiß es nicht, ich hoffe, die Entwickler möchten dann weiterhin hier noch an dem Spiel arbeiten und dann auch weiterhin guten Content bringen. Wie zum Beispiel Häuserbau. Fände ich super nice. Wäre total geil. Bandana brauche ich nicht. Moment. Den Scheiß kann ich mal einlagern. So, Plastik können wir gleich einlagern. Die Munition kommt hier rüber. Das Leder kommt hier rein. Genau wie der Stoff. Moment, wir haben diese Hüftbeutel. Die können wir eigentlich mal wegschmeißen. Gut. Dann liegt hier noch ein Apfel. Den können wir mal mitnehmen. Huch, da lagen ganz schön viele Äpfel. Okay, wir haben hier unseren fertigen Plastik. Wir könnten nochmal Holz sammeln gehen. Vielleicht mache ich das auch gerade mal. Ja, wir haben noch eine Fackel auch. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Holzklumpen jetzt mitten in der Nacht, die ich dann zu... die ich dann zu Holzkohle umverarbeiten kann. Das wäre ganz praktisch, weil dann kann ich nämlich nochmal ein bisschen Eisen vorbereiten für den Fall, dass wir dann später schnell Eisen brauchen. Wir brauchen auch nochmal eine Eisenbrechstange, auch wenn die sich jetzt bisher nicht als so nützlich erwiesen hat, außer dass sie halt sehr robust ist. Vielleicht kann man die ja auch nochmal upgraden, das wäre natürlich geil, wenn es dann eine Stahlspitzhacke gibt, Stahlbrechstange, mit der man eben
die Sachen auch schneller aufkriegt als mit der Eisenbrechstange oder die einfach mehr aushält, das wäre auch okay für mich. Dann könnten wir auch besser erkunden, weil wir eben nicht so viel Scheiße im Inventar mit rumschleppen müssen, wie zum Beispiel zwei Brechstangen oder was gibt's da noch? Zwei Äxte, 5000 Schuss, 7 Trilliarden Steaks und so weiter. Die Steine lasse ich wieder weiterhin liegen. Hier ist echt ein schöner Wald gewachsen. Vielleicht hacke ich hier auch mal ein paar Bäume weg. Das Problem ist, dass die halt echt nicht so viele Holz geben dann, ne? Eins, zwei, mit drei Schlägen. Oh, das geht aber. Eins, zwei, drei. Gibt dann nur eins. Ist halt seltsam. Ich glaube, die großen Bäume geben die einfach mehr. Kann es sein? Scheinbar. Aber ein Baum gibt halt auch nur zwei Holz. Das ist jetzt auch echt nicht so viel, ne? Ich kriege am meisten Holz eigentlich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ich werde auch weiterhin schön viel Holz einsammeln. Vor allem müssen wir weitere Barrikaden aufbauen, weil wir haben ja schon gesehen, was auf diesem Parkplatz lauert. Das wurde uns ja quasi schon angeteased. Der Tag ist gekommen, das ist gut. Das wurde uns ja quasi schon gezeigt. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie aufhalten kann. Dafür brauchen wir auf jeden Fall mehr Klingen, mehr Eisen, mehr Fallen, mehr Barrikaden. Wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen vor allem mehr Munition. Und Munition kriegen wir, wenn wir hier jetzt was einschmelzen. Und dafür brauche ich Holz. So, das kann ich eigentlich auch heute Nacht machen. Dann, wenn dann unser guter Bimmy... Nee, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt schnell. Dann, wo ist die Kohle? Hier, da, 22 Kohle. Zack, bum, peng. Die machen wir mal fix, dann lagern wir die ein. Und das Eisen machen wir dann später. Dann habe ich jetzt wenigstens das Holz schon mal ready. Und kann das... die Kohle schon mal ready und kann die in die Kiste legen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, nicht ganz konzentriert. Ich benötige Wasser, ich bin durstig. Und ich habe auch Outgame-Durst, deswegen... Ach, köstlich. Sag mal, Bimmy, hast du keine Arbeit? Nee, hast du tatsächlich nicht, weil du bist mir gefolgt. Stimmt, ich habe dir gar keine Arbeit zugewiesen. Dann machen wir das gleich. Du darfst mir gleich nochmal folgen. Und dann gehen wir erkunden. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo man noch hin sollte. Ich habe nämlich langsam auch echt den Überblick verloren. Osten war eigentlich schon echt vielversprechend, aber da war halt auch echt irgendwie nix. Am interessantesten wäre natürlich der Nordwesten, aber ich weiß nicht, ob wir für den Nordwesten schon bereit sind. Der Typ war echt groß. Aber vielleicht gehe ich trotzdem mal hin, einfach um die Spannung aufrechtzuerhalten. So, das kann man stacken, das kann ich stacken. Jetzt schaut es schon wieder mau aus. Vielleicht mal dann so und das dann irgendwo anders hin. Vielleicht in Bimmy. Bimmy, komm mal mit. Du darfst mir mal folgen. Dann lagere ich zumindest mal hier den Eisenklumpatsch ein. Hol mir nichts, sondern tu die Äpfel damit rein. Wir könnten wieder einiges an Kebab machen, weil wir gegrilltes Fleisch haben und Äpfel. Aber ich glaube, uns geht's ehrlich gesagt erstmal ganz gut. Die Fackel können wir noch ins Inventar tun. So, wir sind bereit zu gehen, möchte ich sagen. Achso, Energy Drinks sollten wir vielleicht mitnehmen. Haben wir welche? Nein. Vielleicht finden wir ja welche. Ansonsten haben wir nur halbe Energie. Das ist ein bisschen doof. Wird schon passen. So, Bimmy, let's go. Hast du eine Knarre? Bimmy? Und du hast auch unendlich Munition, das ist hervorragend, das reicht mir, dann gehen wir los. Ich würde ja auch gerne hier bei unseren Barrikaden noch ein bisschen im Zickzack bauen, dass die Zombies möglichst schwierig da durchkommen. Vielleicht mache ich auch so eine Wellenbewegung, dass die da wirklich sich immer wieder an den Barrikaden festhängen und einfach auf das Ding draufschlagen und dann möglichst viel Zeit in der Nacht verbringen, auf diese Barrikaden zu hauen, weil dann hat nämlich Bimmy die Möglichkeit, die in Ruhe wegzuschießen. Ich denke, das müsste ganz gut funktionieren. So, hier ist immer noch alles kaputt. Ich gehe jetzt tatsächlich einfach mal... Komm, wir wollen mal nicht so sein. Ich gehe mal nach Norden. Bin mir benannt, hier die Schießungskommandos. Der kann das so gut. Und dann gucken wir mal. Und ich schieß! Okay, so. Wir schauen als erstes in dieses Haus rein, weil ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drin. Hier sind schon mal Kartons, da ist immer was Interessantes drin, manchmal sogar Rezepte oder irgendwas anderes Gutes. Schaut er jetzt nicht so überragend aus bisher. Da sind ein paar Holztische, hier sind keine Leute drin.
Ich werde jetzt mal nicht alles mit wegkloppern, außer dieses Regal da hinten, weil ich immer noch hoffe, dass da vielleicht mal irgendwann was Gutes drin ist. Ein Holz. Das hat sich nicht gelohnt. Da draußen ist ein Zombo. Hier ist ein Teddy. Die machen das schon. Zombie-Invasion, ja, das kann kommen. Ich brauche diese Teddys, da sind halt Leder und Zeug drin. Auch in dieser kleinen Plüschkatze, auch wenn ich die nicht kaputt machen will, die ist so süß. Aber... Mu? Wie Mu? In Stühlen ist bestimmt auch irgendwas Nützliches drin. Meine Brechstange ist kaputt, das ging ja schnell. Na gut, dann halt so. Bücherregal, da ist Leder, Zombie-Leder. Mein Lieblingsleder, so, wie komme ich denn da raus? Theoretisch müsste doch da ein Zugang sein. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht verstanden. Ist es vielleicht unten? Nee, ist schon oben. Ach, keine Ahnung. Ich nehme den Stuhl auf jeden Fall noch mit. Ich hoffe immer, dass ich aus dem Stuhl vielleicht Leder kriege, aber... Dem ist nicht so. Halt, das Holz noch mitnehmen. Die Bänke lasse ich jetzt mal ganz. Das Haus haben wir durchsucht. Da drüben waren wir auch schon mal. Hier ist nochmal ein Schluck Wasser. Und Holzkisten. Und wir können wieder auf Pirsch gehen. Ich hätte echt gerne... Noch ein bisschen ein paar Leute dabei, ne? So ein paar Leute. Bimi, du beschützt mich ja. Ich vertraue dir. Mein Leben an. Da liegt noch Leder, das müssen wir gleich wieder mitnehmen. Die Dinger kloppe ich auf jeden Fall weg, weil ich immer hoffe, dass da... Energy Drinks drin sind und ich habe recht. Oh yeah. Also lohnt es sich, die Dinger aufzuschlagen, weil da ist Metall auch drin. Das sind Zombies, vielleicht. War da gerade ein Doge? Oh boy. Am besten ist es natürlich, die Zombies irgendwo durchzulocken, dass sie alles aufschlagen und schießen. Weil dann verbrauchen wir keine Munition und keine Haltbarkeit. Ah, Bimi! Oh shit, Bimi! Bimi? Mal nachladen zwischendurch. Kommt schon her! Wenn Bimi die ganze Wand zerballert, ist das auch okay für mich, dann muss ich es nicht machen. Und hier muss ich mich auf jeden Fall mal durchschlagen, weil hier doch viel interessantes Zeug ist. Wie zum Beispiel Fleisch oder Wasser oder Bandagen. Bandagen sind auch super. Und gleich wird es unsere Axt mit in den Tod reißen, wenn man das so sagen kann. Deine Waffe ist zerstört, ja. Kann ich mir eine Steinaxt machen? Nein, ich habe keine Bretter und keine Steine. Aber ich kann mir ein Brett machen und dann irgendwo bestimmt einen Stein finden. Die Frage ist nur wo. Ah, da, wenn ich da mit der MG drauf schieße, geht es doch bestimmt auch kaputt. Ja. Gut, das war zwar jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich habe keinen Bock zurückzugehen. Das wäre nämlich reine Zeitverschwendung. Und Zeitverschwendung ist schlechter als Munition, weil Munition kriege ich schneller als Zeit. Weil Zeit kriege ich halt nicht wieder, ne? Versteht ihr? Ganz logisch. Ich werde gleich das obere Stockwerk natürlich auch noch durchsuchen, weil ich hier vielleicht hoffentlich einen Zivilisten, einen Passanten, einen Helfer finde. Aber ich glaube nicht. Interessant wäre es natürlich auch zu wissen, wenn ich zu lange brauche, sterben die Leute denn dann? In den Häusern? So wie in Zombies Ate My Neighbor auf dem SNES. Und wenn man da zu lange braucht, dann sterben die Leute auch und werden gefressen von was auch immer gerade in diesem Level rumfleucht. Stirb. Plüschiges Etwas. Ich bring mich um. Komm schon. Danke. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer und einen Schreibtisch und ein paar Stühle. Ist hier irgendwas Nützliches? Natürlich nicht. Nur ein bisschen Holz. Hier ist noch eine Robbe. Die hacke ich mal mit weg. Dann muss ich gleich mal ein paar Energy Drinks trinken hier in-game. Weil sonst kippt mein Charakter wieder um. Na? Okay. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Dann hau ich mir noch einen Kebab rein. So, wir sind wieder voll. So. Wieder ein leeres Haus. Oder nicht leeres Haus, aber halt kein super nützliches Haus. Wir haben ein paar Ressourcen bekommen, ist schon mal gut. Holzkohle. Nehme ich auf jeden Fall. Mein Beutel ist voll. Ja, das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich hier diese zwei Becher Wasser dabei habe. Die ich halt absolut nicht brauchen kann.
Ich hätte gerne das Ding hier. Nein, ich hätte gerne. Ja, okay. Jetzt habe ich es geschafft. Gut. Mit der Axt kloppern wir hier das Ding noch weg. Alles enttäuschend. Bimmy, hast du Platz? Du hast ein wenig Platz. Wieso habe ich das Ding denn schon wieder bei? Bimmy, nimm mal bitte den Stack Eisen. Weil der kann ja nicht weiter hochstacken. Also ist es praktischer, wenn ich ihm den jetzt gebe, als wenn ich den dann 20 Mal hinterher tausche. Im Müll sind eigentlich die besten Schätze versteckt, finde ich bisher. Genau wie in den Kartons. Da ist wieder die Axt kaputt. Ich habe nur einen Stein gehabt. Das ist ein wenig ein Problem. Dann müssen wir halt gleich wieder zurückgehen. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen früh fast. Aber hier ist auch gerade niemand mehr. Nee. Na gut, dann relativ ruhigen Ausflug gemacht. Waren nicht so viele Zombies hier. Wir gehen jetzt zurück, lagern unsere ganzen Schätze ein, können vielleicht noch ein bisschen was craften. Ich sollte auf jeden Fall mal schauen, dass ich noch eine bessere, nicht Axt, das Ding heißt, wie heißt es denn? Wie vergesse ich es immer? Das ist Mr. Gordon Freeman, was? Brechstange! Oh, köstlicher Cappuccino. Ja, wenn ich die habe, dann kann ich auf jeden Fall wieder ein bisschen looten gehen. Ein oder zwei könnte ich gleich mitnehmen, weil die Axt, die reißt es ja beim Looten nicht wirklich raus. Hier ist eigentlich Sachen, sind, nein, hier ist immer noch alles platt. Okay. Was machst du hier? Was hast du verloren? Schrauben und eine Klinge, super. Aus den Klingen können wir ja wieder Barrikaden machen. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Ich glaube, hier so eine Wellenformation, wo man die Zombies dann durchfleuchen kann oder durchscheuchen kann. So ein bisschen Tower-Defense-mäßig könnte ganz gut sein. Vor allem bei den größeren dann. Oh, das Holz, das nehme ich gleich mit. Gut. Bimmy, du machst jetzt mal Folgendes. Du hast Eisen, okay. Wir probieren mal was aus. Du kriegst jetzt mal einen neuen Job. Du craftest jetzt mal hier Eisenbarren. Ah, muss er im Inventar haben dafür, okay. Gut. Kriegen wir hin. Ein Stack Kohle. Hallo? Oh! Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder am Spiel, aber sie haben das Menü gefixt. Wenn ich jetzt auf einen Gegenstand klicke, dann kriege ich hier keinen weißen Kasten mehr, sondern hier das Dropdown-Menü. Super. Das freut mich zu sehen. Also tut es tatsächlich, auch wenn das ein bisschen sarkastisch klingt, aber es ist gut, ist schön. Die arbeiten an ihrem Game, das mag ich sehr gerne. Ah ne, Eisen brauche ich nicht. Ich brauche Kohle, das heißt, ich brauche Holz. Das heißt, Bimmy kriegt auch gleich noch einen Stack Holz in die Tasche gesteckt. Wenn wir noch Holz haben. Ja, haben wir. Sehr schön. Ups. So, dann kann ich nicht einfach... Ja, so. So, Bimmy, du machst jetzt mal Folgendes. Du gibst mir jetzt erstmal deine komischen Kartoffeln da. Und gibst mir die Axt. Die hätte ich mal die ganze Zeit mitnehmen können. Das wäre natürlich schlau gewesen. So schlau habe ich natürlich nicht mitgedacht. Und dann kommst du mal mit. Du stellst dich jetzt mal an die Crafting Bench da oben. Ups. Nein, nicht an die, auch nicht an die, auch nicht an die. An die da. Und stellst erstmal Kohle her. Okay. Und legst es in diese Kiste. Das ist die Bimmy-Kiste. Mal gucken, ob das schon hinkriegt. Wie, Inventar ist voll? Achso, dein Inventar ist voll. Bimmy, bist du müde? Bimmy? Der ist richtig müde. Okay, soll er erstmal schlafen. Hat uns ja jetzt nicht so weit gebracht. Na gut. Schade. Vielleicht macht er ja dann morgen weiter. So, das muss noch darüber. Wir brauchen Holz. Wir brauchen alles Mögliche. Wir haben keinen Platz. Wir haben nichts. Achso, wir haben den Elektromotor. Das heißt, wir können jetzt Elektrowerkstatt-Bank-Ding sie auch machen. Das ist ja ein Träumchen. Bimmy, schlafen. Du sollst schlafen, du alter Affe, ey. Hallo? Bimmy Arbeit, Bimmy danach schlafen wahrscheinlich, ne?
So, diese eine Kartoffel, die kann man ja jetzt einfach mal essen. Das rohe Fleisch muss ich eigentlich braten. Ich schmeiß mal die Äpfel davon weg, weil ich zu faul bin, das jetzt zu braten. Außerdem mangelt es uns an Zeit. Hier oben kann nichts rein. Das Leder kann hier rein. Stoff, Lumpen kommen hier unten rein. Die kann man dann auch mal verarbeiten. Hier kommt das eine Brett rein, das wir haben. Dann das Kupfer kommt zur... Remy, was tust du? Machst du irgendwas? Ich bin verwirrt. Was ploppt da auf? Kohle. Oh, der ist aber schnell, der Junge. Der ist ja richtig flott. Wir brauchen mehr Platz. Mehr Platz. Viel mehr Platz. Ich nehme mir die Kabel. Oh Gott, es ist spät im Game. Meine Zeit. Fresse, die Zeit rennt. Die Zeit rennt, Kinder. So, Eisen hier rein. Plastik zu mir. Das kann da rein. Das kann man hier stacken. Dann ist es hier wieder ein voller Stack. Bimmy kann sich dann darum kümmern, dass wir Stahl haben. Bimmy hat aber gerade nichts zu tun, wenn ich das richtig sehe. Das kann ich nicht lesen. Timmy, Bimmy, schwierig. Was brauche ich denn für eine Elektrobank? Und wie baue ich die überhaupt? Armbrust, Axt, Steinaxt, Steinhammer, einfaches Bett, Barrikade, Tisch. Mhm. Ein Gewehr, Gewehrmunition, bla 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 bla, Eisenhammer. Bringt's ja irgendwie auch nicht. Stahlbarren. Taschenlampe. Wasserpumpe. Sprinkler. Manueller Generator, Thermalgenerator, Motor, Draht. Elektrolampe, bla bla bla. Schützetaschen, kugelsicheres Hemd. Wo mache ich denn eine Elektrobank? Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Nicht, dass wir gleich wieder von Zombies überfallen werden. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich bin nicht müde. Deswegen schlafen wir nur 4 Stunden jetzt in der Nacht. Hoffentlich werden wir dann nicht in aller Frühe von Zombies überfallen. Das wäre doof. 2.20 Uhr, Bimmy schläft. Sollte was passieren. Ich habe ja auch noch eine Knarre. So, jetzt aber mal im Ernst. Brennofen, Lagerfeuer, Steinhammer, Nichtstation, Flasche, Armbrust, Pfeil, Holzbecher, Schublade, einfaches Bett, Stuhl, Barrikade, Klingfalle, Fackel. Sprengstoff, Standfackel, SMG-Munition, Eisenhacke, bla 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 bla. Alles nicht das, was ich brauche. Ich habe doch den Motor. Einweg, Zelt, Hüftbeutel, bla bla bla. Aber wir haben doch den Motor. Und aus diesem Motor kann man doch eigentlich, dachte ich, eine Elektrobank bauen. Geht das einfach noch nicht? Ist das noch nicht implementiert? Oder bin ich zu blöd? Metallwerkbank. Hier ist sie. Nee, Metallwerkbank ist es nicht. Ich habe hier halt auch kein Rezept. Ich habe ja Rezepte für andere Sachen. Ich verstehe es nicht. Herstellbar an Elektrobank. Aber ich kann keine Elektrobank herstellen. Vielleicht sollte ich das mal googeln. Machen wir dann wohl in der nächsten Folge erst. Werkbank, Brennofen, Lagerfeuer, Metallwerkbank, Steinhammer. Ne. Oh oh. Bedrohliche Musik. Ist nie gut. Eisenbarren, Plastik, Stahlbarren, Kupfer. Ham, 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 ham. Es ist sehr, sehr komisch. Und ich meine nicht AA komisch. Na gut. Ich benutze mal noch ein Stack Holz, um Kohle herzustellen. Und dann machen wir mal einen ganzen Batzen Eisen, um uns auszurüsten. Kohle. Zack. Und wenn ich mein Handy hier hätte, könnte ich jetzt einfach mal schnell googeln. Ohne die Aufnahme irgendwie zu unterbrechen oder zu gefährden. Aber habe ich nicht, das ist nämlich leer.
Na gut. Aber wir hatten auf jeden Fall die Nachricht, weil ich hatte ja den Elektromotor und habe mich voll gefreut. Ah, jetzt können wir die Elektrobank machen. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Naja, sei es drum. Wir haben genug andere Sachen zu tun. Wir brauchen Eisen. Jede Menge Eisen. So, wir machen als erstes mal ein paar Stahlbarren. Nein, wir machen als erstes mal ein paar... Als erstes mal ein paar Eisenbarren. Und aus den Eisenbarren können wir dann Stahlbarren machen. Keine Ahnung, was ich mit den Stahlbarren anfangen kann. Ich muss gleich nochmal nachgucken, was ich genau brauche, weil ich glaube, die Stahlbarren sind momentan nur gut für die Knarren. Und die Knarren interessieren mich ja eigentlich nicht. Ach, bin mir gut, dass du kommst. Okay, gut, dass du wieder gehst. Was mache ich denn mit Bimmy gleich? Noch Energy Drinks, wir haben noch die Axt. Ich muss mal gucken. Vielleicht sollte ich Bimmy wieder die ruhmreiche Aufgabe zu geben, Holz zu hacken. Aber dann fehlen uns so viele Bäume und ich weiß nicht, ob die nachwachsen. Das wäre halt auch scheiße. Das wäre halt auch irgendwie nicht so geil. So, wir haben jede Menge Zeug. Bevor jetzt Plastik und Kupfer... Moment, Plastik und Kupfer könnt ihr eigentlich eher mal schmelzen. So viele Dinge, so viel zu tun, so wenig Zeit. Bimmy! Schwert. Achso, Schwert, genau. Eisenbrechstange. Eine Brechstange aus Eisen zum Zerlegen von Möbeln. Das ist ja ganz toll. Ich hätte aber gerne irgendwas Gutes aus Stahl. Vielleicht sollte ich das Gewehr nochmal machen oder die Eisenhacke. Was habe ich denn noch nicht? Eisenhacke habe ich schon gebaut, die Munition habe ich gebaut, Standfackeln haben wir schon gebaut, Sprengstoff müssen wir mal bauen. Wisst ihr was, das machen wir gerade mal. Machen wir mal ein Rohr. Und dann nehme ich mir mal so ein Cluster-Zeug da, Cluster. Und dann machen wir uns einmal Sprengstoff. Kann ja nicht schaden. Ne? Irgendwas können wir das bestimmt mal gebrauchen, vielleicht für den großen Ausrufezeichen, Fragezeichen. Hat kein neues Rezept gebracht, schade eigentlich. Das können wir da hinlegen, so, wenn wir jetzt die drei nehmen, ach, dann haben wir so einen kleinen Radius, ach so. Der geht auch nicht so, ah doch, wobei, wir können ziemlich weit werfen. Also wir können überall hinwerfen, wo wir, ah, dann doch nicht, einen gewissen Radius haben wir schon wieder. Also ich ziehe jetzt gerade auf meine Armbanduhr, soweit kann ich aber gar nicht werfen. Okay. Interessant wäre es natürlich, wenn man damit jetzt über Mauern werfen könnte. Das wäre cool. So, Eisenhacker habe ich schon mal gebaut, Maschinenpistole habe ich schon mal gebaut, das Gewehr fehlt. Dafür brauchen wir 8 Stahlbarren, 4 Holzbretter und 23 Schrauben. Gut. Können wir ja mal ein bisschen basteln, wa? 8 Stahlbarren. Machen wir mal. Weil wenn ich nicht so viel Munition mitnehmen muss, wäre das ja besser, weil ich muss ja nicht, dann kann ich nicht so viel schießen, dann habe ich mehr Platz. So, dafür brauche ich Kohle. Kohle habe ich bei der Kiste. Kohle. Ups. Ist das echt copyrighted? Wahrscheinlich, ne? Jede Menge Kohle hier. So. Wie viel habe ich gesagt? 8. Dann warten wir mal, bis das Stahl fertig produziert ist. Jawohl. Darauf möchte ich warten. Ich glaube, schon ist mittlerweile fast kalt. Was ich noch ganz cool fände hier, einfach so als Flavor, wäre ein Tagebuch mit kleinen Einträgen vom Charakter. Muss ja nicht mal was Großes sein, können einfach irgendwelche zufällig generierten Dinge sein. Aber was ich auch haben will, ist, wie viele Tage wir schon überlebt haben. Das wäre halt interessant. Weil sowas spornt mich an. Mich zumindest. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mich spornt es an, länger überleben zu wollen. Auch wenn ich einfach nur sehe, dass eine kleine Zahl hochgeht, aber das reicht mir. In den meisten Fällen. So. Wir brauchen Bretter und Schrauben. So viele Schrauben habe ich nicht. Wir haben 3. Wir haben 4 Bretter. Reicht das? Wo ist das Ding? Da. 4 Bretter reicht. Das brauche ich. Heißt, ich muss noch 4-mal Schrauben produzieren. Wofür ich wahrscheinlich keinen Platz habe. Habe ich nicht recht, Spiel? Oh doch. Tatsächlich. Ist ja unglaublich. Dann bauen wir das Ding.
Und jetzt haben wir ein neues Gewehr. Für das wir jetzt wahrscheinlich auch gleich die Munition herstellen können. Bin gespannt, ob wir Stahl oder Eisen brauchen. Herstellbare Gewehrmunition, genau. Für die Gewehrmunition benötigen wir Stahl und Kupfer. Aha. Bevor wir das benutzen. Achso, ja, wir haben ja nichts. Wir haben aber Stahl und Kupfer. Beziehungsweise wir haben Kupfer und können Stahl herstellen. Wir können auch noch weiteres Kupfer herstellen. Und vielleicht ist das dann gar nicht so doof, das auch zu machen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal. Schwierig zu sagen. Habe ich schon mal Kupfer hergestellt? Ich glaube schon. Wir machen das einmal. Vielleicht schaltet das ja irgendwas frei. Nein. Haben wir schon mal Plastik? Plastik haben wir auf jeden Fall schon mal hergestellt. Mach mal. Machen wir 5 Barren, dann können wir daraus Munition machen, haben wir 50 Schuss. Wenn wir Glück haben, können wir damit Zombies one-shotten. Wenn nicht, können wir sie two-shotten wahrscheinlich damit, weil das klingt wie eine ziemlich dicke Knarre. Und dann könnten wir mit 50 Schuss 25 Zombies töten. Das wäre schon mal ganz gut. Könnte ich mich nicht drüber beschweren. So, 1, 2, 3, 4, 5. Schraub, Bastel, Schraub. Rezept für RM16 Gewehr. Schrotflinte? Ich glaube, eine Schrotflinte ist nicht so geil in dem Game. In solchen Games bin ich mehr der Long-Range-Spieler. Wobei ich normalerweise einer Schrotflinte nicht abgeneigt bin, muss ich zugeben. So, lad mal das Ding nach. Wie viel Schuss hat das? 30 Schuss, was? Ah, es kann auch schnell schießen, okay. Interessant. RM16-Gewehr. Vielleicht ist das die Lösung auf unsere für unsere Probleme. Schrotflinte wäre natürlich auch nice. 10 Angriff, aber Steuerung, das macht 19 Schaden. 8 Stahlbarren, 5 Rohre, 23 Schrauben. Ich glaube, wir haben Papas neues Lieblingsgewehr gefunden. Wir brauchen nur mehr Platz. Ich glaube, wir brauchen keine zweite Armbrust. Die können wir weg. Die Pfeile können da hoch. Die ganze Munition kann mal da eingelagert werden. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Revolver werden wir wohl nicht mehr benutzen. Die Munition kann weg. Der Hammer ist auch nutzlos. Zack. Und dann brauchen wir also 5 Rohre. Moment, wie viele Rohre habe ich? 0! Hervorragend. 5 Rohre. 1, 2, 3, 4. Mehr Eisen. Ah! Ruh dich in deinem Bett aus. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Wir haben noch Eisen. Hab ich keine? Doch, da sind noch Eisenbarren. Wo ist denn hier Siegfried? Siegfried, ey, Roy! Bleib mal stehen. Hast du noch Zeug? Was noch das? Haben wir noch Kohle? Hervorragend. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Wenn der das nicht im Inventar hat, kann er das dann trotzdem herstellen? Nimmt er sich das dann einfach? Das wäre nämlich sehr praktisch. Mach mal Eisenbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. So. Und die kommen dann hier in das Lager. Okay, er holt sich jetzt die Kohle und jetzt geht er zur Werkbank. Das ist ja cool. Die Fackel steht sehr ungünstig für ihn. Okay, unterbreche ich den jetzt, wenn ich... Bist du schon fertig? Glaube ich nicht. Okay, wir brauchen 8 Stahlbarren. Dafür brauche ich mehr Holzkohle. Holzkohle kriege ich aus Holz. Holz habe ich nicht. Ach Mensch! Dann gehen wir wohl nochmal Holz farmen. Mensch. Da liegt Holz. Und dafür tritt auch die vorzügliche, ruhige Musik ein. Es ist interessant, wie das Spiel einen denken lassen kann, das Spiel ist, dass das hier ein einfacher Farming-Simulator ist, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ziemlich creepy. Und ziemlich besorgniserregend, weil ich will nicht den nächsten Raid auf meinem Haus hier haben. Habe ich keine Böcke drauf. So, gibt es hier irgendwo Holz? Natürlich nicht. Gut, dass wir gerade beim Haus sind. Da kann ich nochmal was trinken, bevor wir weitergehen. Gulp.
So, hier im Süden sollte doch bestimmt noch ein bisschen Holz sein, oder? Rein technisch gesehen. Holz, hallo? Da drüben sind 1000 Steine, die brauchen wir nicht. Wir brauchen gerade nur Holz. Steine braucht man insgesamt sehr wenig, das finde ich ein bisschen schade. Würde wahrscheinlich anders sein, wenn man irgendwann Häuser bauen kann. Wird man wahrscheinlich einen ganzen Arsch voller Steine brauchen, die man dann erstmal zu Ziegeln verarbeiten muss, damit man da Häuser bauen kann. Was ja nichts Schlechtes ist, ist ja gut. Produktionsketten machen ja Spaß, irgendwie. Wenn sie nicht zu kompliziert sind. Also wenn es zu abstrakt wird, dann ist doof. Guck mal, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich muss Steine farmen und die dann zu Ziegeln meißeln, ist das noch okay? Dann sage ich, das ist nice. Wenn ich jetzt aber erstmal Ziegel machen muss aus Steinen und dann Hammer und Meißel brauche und dann noch hier die, wie heißt das, Mortel oder wie das Zeug heißt? Halt das, was man zwischen die Ziegel klemmt, damit die kleben bleiben. Dann geht mir das schon ziemlich auf die Eier, wenn ich das mal so sagen darf. So. Der macht immer ein Ding auf einmal. Ich verstehe nicht genau, warum. Wahrscheinlich ist sein Inventar zu voll und deswegen kann er nur eine Kohle mitnehmen oder so. Oder seine KI ist einfach zu shit. Aber es ist trotzdem ein bisschen entlastend zumindest. Das ist doch gut. Wenn ich die Kiste daneben stehen hätte, würde es auch ziemlich schnell gehen trotzdem. Also will ich mich mal nicht beschweren. Liegt einfach daran, dass die ganze Sammelkiste von ihm, die wir vorher hatten, jetzt einfach da drüben steht. Vielleicht sollte ich die andere Kiste mit hier rüberstellen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das weiß ich nun mal nicht. Naja. So, Eisenbarren kann ich immer noch herstellen. Ich habe immer noch 40 von den Dingern. Ich mach mal nochmal 10. So. Wenn wir richtig viel Eisen haben. Und dann mache ich meine Stahlbarren. Und dann machen wir uns noch eine Eisenbrechstange. Und dann kann es eigentlich wieder nach draußen gehen. Das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Nacht, am nächsten Morgen passieren. Und unser Charakter wird wahrscheinlich gleich ohnmächtig, so müde wie der ist. Aber da muss er jetzt mal durch. Wenn er überleben will, muss er halt auch arbeiten. Gut. Wir brauchen Stahl. 8 Dinger auf jeden Fall, wahrscheinlich eher mehr. Machen wir erstmal 8 Stück und dann machen wir uns die Rohre und was ich sonst noch dafür brauche und er hat keine Kohle mehr. Das ist doof. Mensch, da kann man ja theoretisch, wenn man genug Materialien hat und genug Crewmitglieder oder hier Teammates, dann kann man ja richtige Produktionsketten erschaffen, dass jemand Holz holt und das Holz wird dann von jemand anderem verbrannt und das verbrannte Holz wird dann, das wird dann zu Kohle gemacht und aus der Kohle wird dann wieder Eisen hergestellt und derjenige, der gibt es noch jemanden, der das Eisen zu Stahl verarbeitet, das wäre ja eigentlich ganz cool, ne? Dafür bräuchten wir halt erstmal 4 Leute dann. So, RM16. 5 Rohre, 23 Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6. So, 5. Gut, er kriegt keine neue Knarre. Also er kriegt die dann später irgendwann auch. Aber erstmal für mich upgraden, weil wenn ich sterbe, wäre das halt echt doof. Okay. Und Schrauben. 23, also müssen wir 25 machen. Sie braucht eigentlich alles 23 Schrauben. Merkwürdig. Wo rennst du jetzt hin? Ach, gehst du jetzt ins Bett, oder wie? Oh, ist er müde. Ist er Baby müde, oh. Okay, hey, wir können uns die nächste Knarre machen. Woo! Richtig dicke Wumme. Wieso habe ich denn schon wieder Äpfel dabei? Es dauert überhaupt nicht lang, so ein Ding zu fertigen. Und das ist fertig. Na, komm. Gut. Keine Munition dafür herstellbar. Was? Braucht das auch Gewehrmunition oder wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Munition für Gewehre. Ich bin so langsam. Tatsächlich. Dann wissen wir, was wir jetzt brauchen. Kupfer und Stahl. Dann mache ich noch ein bisschen Stahl und dann darf unser Main-Character hier auch schlafen. Aber mit 20 Schuss brauche ich gar nicht erst anfangen. Wie viele Stahlbarren kann ich denn noch herstellen?
5. Das ist ja ein bisschen wenig. Na gut. Das sind auch 50 Schuss. Ich hoffe, ich habe noch genug Kupfer gleich. Das wäre nämlich sonst noch schon wieder leicht für den Arsch. Ich hoffe, 50 Schuss sind auch genug. Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch 2 Kupfer fertig. Was brauche ich denn, um das zu schmelzen? Natürlich Holzkohle und Kupferstücken. Und von der Holzkohle haben wir ja immer so viel. Ich habe auch nur einen Stock. Cool. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Kiste hier einhacke? Nehm mal ernsthaft, was passiert, wenn ich die einhacke? Da fällt alles raus. Gut. Die Steine lassen wir mal da liegen. Dann machen wir uns jetzt als erstes mal eine Truhe. Und die stellen wir dann schön neben unseren Ofen drüben. Hier können die Steine noch gar rein. So viele Steine brauchen wir eigentlich eh nicht. Nehmen wir Plastik, der kann eingeschmolzen werden. Das Ding brauche ich nicht. Schrauben, ja, lassen wir mal so. Das kommt da rein, das Holz kommt zu uns. Ich meine, das Holz bleibt mal hier. Man weiß ja nie, ob man mal Bretter machen muss. So, Schublade. Flasche. Armbrust, Pfeil, Holzbecher, Schublade. Wir müssen gleich drehen, schlafen, bevor die Zombies kommen. Weißt du was, wir gehen jetzt direkt schlafen. Lass mich schlafen. 6 Stunden. Dann ist es 3 Uhr nachts. Supi. Dann kann uns nichts mehr passieren, weil dann ist ja schließlich quasi schon Tag. Oh Gott, ist das dunkel. Oh, wir können wieder rennen. Schön. So. Oh Gott! Baby! Baby! Ja, die sind da! Oh Jesus! Die haben wir ganz schön zerballert bei mir, nicht wahr? okay. Holzkohle. Und eine Schublade. Gut, dass ich nicht versehentlich meinen Sprengstoff geworfen habe. Das wäre doof gewesen. So, ich sehe nichts. Wir tun die mal hier rüber. Und das ist unser Hamsterglas. Wer wandert so spät durch Nacht und überall Spaghetti. Bäh. Gut, aber die Barrikaden scheinen zu funktionieren. Sind zwar auch ein paar durchgekommen, aber ich meine, ist okay für mich. So, wir brauchen Holzkohle. Das macht so viel Spaß, die herzustellen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Holzkohle. Ah. Ich bin gerade so viel am Reden, dass mein Mund so trocken wird in der Zeit, dass ich einfach, ich muss trinken, ich muss Flüssigkeit zu mir nehmen. Hydro-Homies. Hydro-Homies unite. So, das stecken und das stecken, das da drin und dann das Kupfer, da noch. Nein, das ist Plastik. Plastik kann ich einfach so schmelzen, das machen wir gleich auch noch. So, mal 20 Kupfer, dann haben wir da auch erstmal wieder ein ganzes Lager voll. Und dann können wir die Stahlbarren benutzen, um uns ein wenig zu bereichern. Und dann haben wir dicke 50 Schuss, sollte ja erstmal reichen. Zumindest wenn man dann mit unserem guten Freund unterwegs ist. Und dann werde ich gleich mal nachschauen, wie man diese Elektrowerkbank baut, falls man die bauen kann. Falls sie schon im Spiel implementiert ist. Und wenn nicht, dann, naja, nicht. Ne? So, Plastik kommt hier rein. Wir haben so viel Plastik. Hier ist fertiges Plastik. Das kommt auch da rein. Die Munition bleibt hier. Hä? Das kommt da rein. Das Leder kommt in die andere Truhe. Der Apfel kann mal hier verrecken. Verrecken vor allem, weil es ein Apfel ist. Der kann auf jeden Fall sterben. Ich rede schon wieder nur Scheiße. Das Leder wird hier mal hochgesteckt. Dann hier kommt dieser komische Becher rein. Dann nehmen wir uns den Stahl und machen uns mal 50 Gewehrmunition. 50. Das ist nix. Es ist immer noch besser als nix, ja, aber im Prinzip ist es nix. Absolut viel zu wenig.
So, wenn das hier fertig ist, dann räumen wir noch Bimmy aus. Ich könnte hier die ganze Zeit tausend Sachen machen, ne? Nein, ich will nicht schlafen, ich will mit Bimmy reden. Bimmy, gib mir mal... Oh mein Gott, hast du viel Eisen. So, Bimmy, du kommst jetzt mal mit. Bimmy, du sollst nichts herstellen. Bimmy, Bimmy! Warte, Bimmy! Aufhören und mir folgen. Du sollst mir... Verdammt. Oh, Bimmy ist echt anstrengend. Hier mal so ein Steak essen. Und dann die Eisen- und Kupfersachen hier einlagern. Den Rest nehmen wir mit. Das kommt hier rein. Den Rest kann man echt mitnehmen. Die Schraube vielleicht noch da lassen. Und dann sind wir good to go beim nächsten Mal ein wenig die Stadt weiter zu erkunden. Dann sage ich hier jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Zelter. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch immer vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.